Hallo, hi, hier ist wieder euer Sid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte es ja bereits angekündigt, es sollen ein paar neue Videos folgen und das tun wir auch gleich und fangen direkt an. Und zwar habe ich jetzt ein neues Video für euch in Bezug auf Vitamin C und auf die Dosierung bezogen. Ich hatte ja bereits ein Video zu OPC und Vitamin C eingestellt, auch über die Dosierung und auch Erklärungsvideos. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass doch die einen oder anderen da noch ein paar Fragen hatten, dass einiges ungeklärt war und habe da noch ein paar kleine Punkte für euch mit rausgesucht in Bezug auf Vitamin C. Okay, fangen wir direkt an. Vitamin C hält sich, besonders jetzt bezogen auf die Dosierung, hält sich nur wenige Stunden im Körper. Das heißt, es bietet sich auf jeden Fall an, Vitamin C nicht, also immer in bestimmten Etappen sozusagen zu nehmen, auf den Tag im Prinzip verteilt. Ja, das heißt, Vitamin C, wenn ihr jetzt, sag ich mal, 5 Kapseln nehmt, a 220 Gramm, was weiß ich, und nehmt da 5 Kapseln, alle früh morgens, bringt euch das überhaupt nichts, weil es letztendlich ausgeschieden wird. Großteil, weil der Körper das gar nicht verarbeiten kann. Und es hält sich sowieso trotzdem auch bloß die 3 Stunden, beziehungsweise eine gewisse Zahl, ein paar Stunden. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, zum Beispiel ein oder zwei Kapseln zu nehmen, früh morgens, dann nachmittags, beziehungsweise mittags und dann nochmal nachmittags, je nachdem, so wie ihr das für euch im Prinzip haben wollt, von der Dosierungsmenge her. Aber das macht so auf jeden Fall viel, viel mehr Sinn. Ja, das ist schon mal so Punkt 1. Und der nächste Punkt ist, ihr könnt das auch gerne mit OPC kombinieren. Das bietet sich sowieso an, weil es einfach durch OPC vervielfacht wird. Ja, also ihr nehmt 200 Milligramm, dann staffelt sich das hoch auf 2000, bildlich jetzt gesprochen. Das ist auch das, was Robert im Prinzip sagt. Ob das jetzt nur genauso ist, sei mal dahingestellt, aber einfach euer Blut wird flüssiger und dadurch kann natürlich mehr aufgenommen werden und wird einfach viel, viel besser verteilt, das Vitamin C. Der Nutzeffekt ist einfach mehr da. Das heißt, wenn ihr OPC mit Vitamin C zusammen verwendet, solltet ihr es doch abends eher nicht nehmen, weil es eine sehr aufpeppende, gerade Vitamin C und OPC haben beide so einen aufpeppenden Effekt und das sorgt dafür, dass ihr dann eventuell Schlafprobleme bekommt und das ist dann nicht so schön. Deswegen beschränkt das Ganze eher auf frühs, wie gesagt, mittags oder nachmittags und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dazu natürlich immer ein Glas Wasser trinken, ganz wichtig. Und Vitamin C ist kein fettlösliches Vitamin. Das heißt, es bietet sich an, das Vitamin C und OPC auf nüchternen Magen zu nehmen, auf leeren Magen zu nehmen. Und dann nach einer halben Stunde ungefähr könnt ihr dann was essen. Der Knaller an der ganzen Geschichte ist auch noch, ich hatte mal ein Video dazu reingestellt, da schicke ich euch auch nochmal einen Link, wie man auf gesunde Weise natürlich abnehmen kann. Das Coole ist nämlich, weil genau diese halbe Stunde, die könnt ihr damit super nutzen. Ihr trinkt etwas, nehmt das Vitamin C, das OPC und was ihr sonst noch so dazu nehmt. Und dann nach einer halben Stunde ist die Magensäure komplett verflüssigt. Und dadurch, wenn ihr etwas esst, können einfach die Nährstoffe sofort werden nicht abgespeichert, also adipös abgespeichert, sondern es wird sofort das, was ihr denn esst, in Energie umgewandelt. Und dadurch nehmt ihr dann auch noch einen Tick ab, beziehungsweise nehmt nicht zu. Und das klappt, wie gesagt, wunderbar. Also da habe ich schon ganz, ganz tolle Erfolge erzielt und auch schon viel Feedback von anderen bekommen. Wie gesagt, das Video stelle ich nochmal rein. Das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Eins sei mal noch erwähnt, wenn ihr Vitamin C zu euch nehmt, und in der halben Stunde dann was esst, versucht bitte nicht so viele Ballaststoffe zu euch zu nehmen. Also recht ballaststoffarm, weil einfach Mineralien und Vitamine nicht so gut aufgenommen werden können, wenn ihr Ballaststoffe dazu zu viel hinzufügt. Ja, also zu viel der Nahrung kombiniert. Das nur so am Rande. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr euch jetzt die dicke, fette Pizza euch reinzieht, bloß damit ihr Vitamin C und OPC aufnehmen könnt. Das ist natürlich Quatsch. Aber nur mal so am Rande, dass ihr da auch das nur mal im Hinterkopf habt. Okay, das war's schon. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, setzt ein Abo ruhig mal, ich würde mich freuen und schreibt was in die Kombi. Lasst euch gut gehen. Euer Sid.